Im Sommer traf sich die Deutsche Fechterjugend mit Leonie Ebert zu einem Interview. Wir wollten wissen, wie es ist, in dem Olympiastützpunkt zu trainieren, wo Athleten von mehr als einer Generation Bronze-, Silber- und Goldmedaillen für den Deutschen Fechterbund bei Olympischen Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften geholt haben. Die 14-jährige Fechterin zeigt ihr zweites Zuhause, wo sie täglich nach der Schule trainiert. Sie verrät außerdem im Interview, warum sie hier ideale Bedingungen findet und warum es sich lohnt, mit den ganz großen Stars trainieren zu dürfen, aber manchmal auch viel Disziplin und Überwindung dazugehören. Den Vizemeistertitel bei den deutschen A-Jugendmeisterschaften hat sie sich 2013 schon gesichert. Ein guter Schritt nach vorne. Die Fragen stellt für die deutsche Fechterjugend Vassili Golot. Hallo liebe Fechtfreunde, wir sind heute für euch in Tauberbischofsheim. Kleine Stadt, 13.000 Einwohner, soweit nichts Besonderes. Als normaler Mensch muss man die Stadt auch nicht kennen, als Fechter schon. Oder Leonie, du trainierst hier, muss man Tauber kennen oder nicht? Ja, aus Tauber kommen natürlich die ganzen Top-Athleten und viele Legenden auch. Und als Fechter sollte man schon Tauber kennen, weil es sind viele Berühmtheiten halt auch, die man halt kennen sollte. Wie ist das denn dazu gekommen, dass in so einer kleinen Stadt, ich will nicht sagen Dorf, ist ja kein Dorf, ist ja eine Stadt, 13.000 Einwohner, dass hier so ein großes Fechtzentrum entstanden ist? Ja, ich denke, weil es war am Anfang wahrscheinlich ein kleiner Fechtclub und dann, wenn dann ein, zwei Leute sind, die dann auch wirklich gute Fechter geworden sind und die sind dann Trainer geworden, als sie aufgehört haben und haben dann die kleinen Nachwuchs, haben den halt dann auch wieder trainiert und so ging es halt immer weiter dann, bis halt dann auch ein großes Fechtzentrum wurde und das zu dem wurde, was jetzt ist. Eine besonders gute Fechterin, die hier aus Tauberbischofsheim kommt, ist die Anja Fichtel, die hat ja alles gewonnen, WM, EM, Olympia, Caroline Golubitzki vor einiger Zeit Vize-Weltmeisterin geworden, auch riesenstark, beides Damenflorett und auch du fichst Damenflorett. Siehst du da schon Parallelen? Also, was Anja Fichtel gemacht hat, ist ja klasse, die ist ja wirklich, hat alles gewonnen und hat wirklich alles und Caro ist auch wirklich eine gute Fechterin und ist jetzt auch bei der Weltspitze, wie gesagt, halt dann auch dabei und ich bin ja noch ein bisschen kleiner und ich will mal den Weg einschlagen, was die beiden machen, aber so weit bin ich noch nicht. Du beginnst jetzt zum ersten Mal mit der A-Jugend, bist 14 Jahre alt geworden und hast mit Caroline Golubitzki vor der WM trainiert. Wie kam es dazu? Ja, ich habe eine gute Saison gefochten, hatte eine konstante Leistung und dann hat mich der Trainer Jan Lebrun hat mich dann eingeladen, dass ich die WM-Vorbereitung eben mitfechten darf, damit die halt auch noch einen Gegner haben und dann habe ich da mitgefochten. Und habe auch gegen Caro gefochten. Gewonnen auch mal? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe sie ein paar Treffer, habe ich schwer, hat sie schwer Treffer gesetzt. Ja, hast es ihr auf jeden Fall schwer gemacht, das ist schon mal gut. Du erzählst das so locker, hast mit der Vize-Weltmeisterin trainiert. Ist das normal, dass man in deinem Alter schon mit solchen Leuten trainieren kann und auch vor der WM trainieren kann? Ja, wie gesagt, es war ja eigentlich nur ein Bonbon, sagen wir mal so, aber ich sehe sie ja im Training, wenn sie trainiert und ich laufe an ihr vorbei und sage auch mal Hallo, aber dass man halt mit ihr auch fechtet, das ist war eigentlich wegen der WM-Vorbereitung. Ist das eigentlich was Besonderes, hier in Tauberbischofsheim zu fechten oder ist das, du hast ja vorher in Würzburg gefochten, trainierst ja auch immer noch einmal die Woche oder ist das ja ganz, ganz normal? Ja, also natürlich, wenn man in Tauber trainiert, das ist natürlich total toll, weil da sind ja alle großen Legenden, sind alle da und trainieren dich und du bist den ganzen Tag bei denen und das ist dann auch ein bisschen, also das ist auch was ganz anderes, wenn du bei so einem tollen Trainerin bist, als wenn du bei einem normalen Verein einfach fechtest. Ist halt dann, da ist man auch ein bisschen stolz, dass man einfach die kennt und dass man mit denen arbeitet. Beschreib mal die Atmosphäre hier. Man kennt das ja oder man hört das ja aus kleinen Vereinen, da ist das zum Teil so, dann kommen ein paar Leutchen zum Training, ja, stellen sich auf die Bahn, fechten ein bisschen, ist nicht immer volle Motivation. Wie ist das hier in Tauberbischofsheim? Ja, also wir treffen uns zum Training und bevor wir anfangen, gibt es noch Informationen und alles und sind alle da und dann fangen alle gemeinsam an und ich finde es einfach super, dass wir da so einen
zusammen das Trainieren, dass es alle wirklich da sind und zwar immer. Und dann ist es auch noch was ganz anderes, wenn du mit ganz vielen guten Fechtern mitmachen kannst. Und du hast als B-Jugendliche bei den deutschen Meisterschaften der A-Jugendlichen Silber geholt, warst im Finale. Kannte ich oder habe ich vorher so noch nie gehört, dass das ein Mädchen geschafft hat. Waren die anderen einfach zu schwach oder bist du zu stark? Ja, das kann man nicht sagen. Also ich denke, dass ich einfach an dem Tag einfach auch gut gefochten habe, dass ich eine gute Leistung gebracht habe, aber es kommt halt auch viel dazu, einfach auch manchmal Glück, manchmal kommt es darauf an, wer dann am Schluss mehr Willen hatte oder wer mehr gekämpft hat und wer mehr gedacht hat. Aber ich denke, dass man auch eigene Leistungen dazu bringen muss, weil allein Glück reicht ja nicht aus. Wie erklärst du dir denn deinen Erfolg? Ja, ich habe bis zum Schluss wollte ich wirklich erreichen. Ich hatte zwar nicht so viel Druck, weil ich bin ja noch B-Jugend und es war nicht meine Klasse und dann ist es alles mit weniger Druck, aber ich wollte trotzdem meine beste Leistung geben und es waren deutsche Meisterschaften, da wollte ich alles geben und ich habe es auch bis zum Schluss gegeben und habe dann wirklich bei jedem Treffer gesagt, okay, den nächsten Treff machst du jetzt auch. Bei der B-Jugend hast du ja trotz Druck auch gewonnen. Wie viel muss man trainieren, um solche Ergebnisse zu haben? Ja, also ich trainiere ja 5-mal die Woche und das ist auch gut so, weil wenn ich weniger trainieren würde, dann würde ich nicht so fit sein auch einfach. Aber ich denke, dass auch viel dazu kommt, wenn man Spaß an der Sache hat, dann ist es auch viel leichter und dann kann man auch viel mehr trainieren, als wenn man jetzt denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder zum Training gehen. Und wenn man wirklich den Willen hat, das alles zu schaffen und vor allem, wenn man ein Ziel hat, dann ist das alles viel leichter. Aber mal Hand aufs Herz. Gibt es bei dir auch Tage, wo du nach Hause kommst und denkst, oh, jetzt mal kein Training, ein bisschen entspannen? Ja, also wir haben ja, ich bin ja auch in der Schule, muss ich ja auch viel dafür machen. Habe ja gerade Schule gewechselt und dann muss man auch dabei bleiben und alles lernen und so. Und wenn man dann nach der Schule nach Hause kommt und sich am liebsten ins Bett legen würde und dann muss man aber zum Training fahren, dann ist es manchmal schon eine Überwindung. Aber immer wenn ich dann beim Training bin, dann hat es sich auch gelohnt und dann bin ich auch froh, dass ich hingegangen bin. Aber ein bisschen Überwindung muss man manchmal schon machen. Du sagst Überwindung, woran denkst du dann, um dich zu überwinden? Hast du dann irgendwie eine Medaille vom inneren Auge? Nein, wenn ich jetzt müde bin, dann denke ich mir, dass ich mich besser fühle, wenn ich fechte, weil erstens weiß ich, dass es mir Spaß machen wird und dass manchmal, wenn ich im Unterricht sitze zum Beispiel, dann denke ich, oh, jetzt werde ich aber wirklich Lust zu fechten. Und dann denke ich mir dran, wenn ich jetzt fechte und ich habe in nächster Zeit ein Turnier, dann denke ich mir, wenn ich jetzt nochmal fechte, dann ist es nochmal gut, dann habe ich mir nochmal noch eine Sicherung fürs Turnier und dann kann ich mich auch leichter überwinden. Du bist ja regelmäßig und häufig auch in der Presse mit deinen Erfolgen. Wie ist das mit den Mitschülern? Haben die dann Angst, dich anzusprechen und denken, oh, ich bin hier mit so einem Star in der Klasse? Oder wie? Nein, also wenn jetzt bin ich ja in der Sportklasse, also machen ja alle Sport, aber trotzdem, wenn ich jetzt in meiner alten Schule oder auch bei anderen Freunden, wenn ich dann zu denen komme, dann meinen die schon manchmal, ach Leonie, ich habe dich heute in der Zeitung gesehen. Und die sind auch, denken auch, also die respektieren das auch, aber dadurch, dass wir alle auch Sport machen, dann sind die auch manchmal in der Zeitung, also es ist nicht so, aber es ist halt schön, wenn ein Lehrer auf dich zukommt und dann sagt, ja, ich habe dich gesehen und das ist toll und dann ist man auch noch ein bisschen stolz, sodass man das, dass man auch den Erfolg nochmal gesagt bekommt, dass es wirklich gut ist. Du hast ja in Würzburg angefangen zu fechten. Wie alt warst du und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Sport zu machen? Oh Gott, ich glaube, ich war so 8, 9 und es war, meine Mama hat auch macht zu Test und ich war in allem, war ich echt gut, aber im Werfen habe ich total versagt und dann war halt entweder brauche ich eine Waffe oder einen Schläger. Ich habe gerade in der Schule habe ich Basketball gespielt und da hatte ich eine Freundin, die hat mich dann mitgenommen zum Fechten und ich war da einmal da und dann dachte ich mir, ja, dann gehe ich halt weiterhin und dann wird es immer mehr, dachte ich wirklich, dass ich wirklich fechten war dann wirklich mein Sport und dann war das immer besser und immer besser und dann habe ich auch weitergemacht. Du hast in Würzburg unter anderem auch bei Jörg Fiedler trainiert, der ist selber immer noch aktiver und ziemlich guter Degenfechter.
Warum machst du kein Degen? Ja, also am Anfang war ich ja bei Rita König und das, die macht ja Florett. Sie ist ja auch Olympiasiegerin, Olympia-Zweite. Und dann war ich bei ihr und habe da angefangen und die Anfänger machen halt alle Florett. Und dann habe ich das angefangen und dann fand ich die Waffe einfach auch am besten von den dreien. Was macht denn aus deiner Sicht eine Top-Florettfechterin aus? Also man muss schnell sein, also auch eine schnelle Reaktion haben. Und man muss natürlich athletisch sein, aber das muss man in allen drei Waffen. Und vor allem auch viele Taktik haben und schnell einfach auch überlegen können, was mache ich jetzt als nächstes und schnell reagieren können und ja. Du fischst ja auch regelmäßig auf internationalen Turnieren, wo nicht nur deutsche Fechterinnen dabei sind. Was macht denn so den Stil von Russinnen oder Italienerinnen oder Französinnen aus? Also fechten die anders, als in Deutschland gefochten wird, kann man das so sagen? Ja, also ob es jetzt mit der Nationalität abhängt, das weiß ich jetzt, also denke ich jetzt nicht. Es ist einfach auch, ob du welchen Trainer du hast, weil vor allem bei Lektionen macht man halt, kommt halt drauf an, welchen Stil der Trainer hat oder was der Trainer jetzt wertvoller findet oder nicht. Aber man sieht halt auch meistens, wenn jetzt zum Beispiel eine Fechterin jetzt lange Beine hat, dann ist es natürlich klar, dass sie das auch mit ihrer Athletik dann auch nochmal rausholt und alles. Also auf Nationalität kommt es jetzt nicht an. Wo siehst du denn deine Stärken, deine persönlichen Stärken auf der Bahn? Ich denke, dass ich athletisch eigentlich ganz gut bin und dass ich auch schnell bin. Also dass ich eine schnelle Reaktion habe und dann ist es dann auch manchmal gut, dass ich dann einfach vielleicht mal jemanden überrasche oder so. Gegen Caroline Golubitzki gewinnst du ja noch nicht. Was fehlt? Ich denke, dass Caro hat einfach eine gute Technik und ist einfach auch eine erfahrene Fechterin. Hat auch einfach schon, ist einfach weiter auch in der Entwicklung und alles, weil sie ja klar schon länger fechtet und mehr Turniere gefochten hat und alles. Aber ich denke, dass ich einfach noch mehr lernen muss und dass ich einfach weiterarbeiten muss und mehr Erfahrung sammeln muss. Und dann hoffe ich, dass ich dann auch mal gewinne. Weißt du, was in 7 Jahren ist? In 7 Jahren? Nein. Rechne mal, wir haben jetzt 2013. Ja, das sind die Olympischen Spiele dann. Also nach Rio kommt dann... Genau, da sind die Olympischen Spiele. Und wo guckst du die? Ich hoffe, dass ich sie nicht gucken muss, sondern dass ich selbst dabei bin. Also ich hoffe, dass ich da bis dahin meinen Weg gefunden habe. Und starten kann. Bei uns ist das Ritual, dass wir zum Schluss ein paar Sätze beginnen, die unser Interviewpartner bzw. unsere Interviewpartnerin dann beenden muss. Okay? Okay. Ich fange einfach mal an. Fechten ist die coolste Sportart. Denn sie macht unglaublich Spaß und ist super toll. Klingt gut. Klingt sehr überzeugend. Die Facebook-Posts der deutschen Fechterjugend sind? Sehr informativ und ich weiß immer, was los ist. Du hast uns echt geliked? Na klar. Boah, du bist gut. Du bist echt gut. Ich dachte, du fragst jetzt was? Ihr habt einen Facebook-Account? Nein, ich bin voll informiert. Stark. Wenn ich irgendwann Olympia gewinne? Dann ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass dein Traum in Erfüllung geht. Viel Erfolg, Leon. Danke. Ja, was sagst du dazu? Wie war das so? Das war gut. Boah, unsere Fans. Aber manchmal habe ich ein bisschen die Fragen, da ist immer ein bisschen hagelig. Hagelig. Ja, so ein bisschen hagelig. Und so vor allem, wenn ich dann sowas sage, dann... Hast du gut gemacht. Wie war das mit Publikum? Hast du schon mal ein Interview gehabt so mit Publikum, mit zwei Leuten? Naja, ich hatte so eine Reportage. Und das war auch ganz cool, also wenn man so Interviews hat, dann ist es immer so ein bisschen mit den Fragen, dass man dann immer so ein bisschen antwortet, was aber nicht so, es ging dann immer so ein bisschen anders, als wenn man das jetzt im Kopf hat und dann, wenn man dann irgendwas antwortet, dann ist es immer so abgehakt und man weiß nicht richtig, was man ergänzen soll und so, aber... Fechten ist ja immer so ernst irgendwie, wenn man sich das im Fernsehen anguckt und generell, gibt es auch lustige Sachen, die passieren irgendwie im Training? Ja klar, also vor allem wenn Training ist ja noch viel lockerer und dann ist es auch, dass man einfach mal einen Spaßtreffer macht und wenn der dann halt trifft, dann ist es dann total
dann freut man sich halt und ist halt total lustig. Aber wenn man jetzt im Turnier ist, dann riskiert man das einfach nicht, manchmal nicht, was man Treffer im Training riskieren würde. Schreist du eigentlich bei Turnieren, wenn du triffst? Ja, sehr laut und sehr hoch. Mach mal. Nein, ich doch, kann das mal. Nicht. So, ungefähr so. Oh Gott, soll ich okay, jetzt wirklich schreien? Ich zähle 1, 2, 3 und du schreist, okay? Okay. 1, 2, 3. Wow. Okay, und damit beenden wir das, glaube ich. Ja. Vielleicht hören wir den Schreier 2020. Ja, im mal. Finale. Letzter Treffer. Oh Gott. Stark. Oh, so. Siehst du den Pegel? Das warst du. Oh Gott. Sehr schön.